Aufnahme läuft. Oh mein Gott, es geht los. So, hallo meine Lieben. Ich habe es endlich geschafft und mir überlegt, wie ich diesen Russischkurs ins Leben rufe. Hab da jetzt ein bisschen strukturiert und das hier ist sozusagen das erste Video für alle, die ein bisschen in die russische Sprache schnuppern wollen, Deutschsprachler sind und jetzt keine Zeit haben für einen Volkshochschulkurs oder einen Kurs an der Uni oder was weiß ich. Wir gucken einfach mal, wie es funktioniert und ich bin gespannt, wie ich damit klarkomme, ein richtiges Video zu drehen. Beziehungsweise ich frage mich, wie die ganzen krassen YouTuber das immer machen, aber ich lege da jetzt nicht so viel Wert drauf, dass das hier ganz toll mit Special Effects und so ist. Hauptsache, es geht um Russisch und ihr versteht, was ich sage. Deswegen habe ich hier mein Mikrofon zum Singen installiert und nehme nicht die Kamera von meinem Smartphone, denn Aussprache ist teilweise ganz kniffelig und da brauchen wir gute Qualität. So, ich habe mir auch Spickzettel gemacht. Nicht wundern, die hängen hier vor meinem Monitor und da kann ich dann immer raufgucken, wenn ich nicht weiß, was ich eigentlich sagen will. So, also kommen wir zum ersten Punkt. Ich nenne diesen Kurs, es ist kein offizieller Sprachkurs. Ich bin eine Deutsche. Ich habe keine russischen Wurzeln und ich habe nur so und so lange Russisch an der Volkshochschule gelernt und alles, was ich sage, ist ohne Garantie. Es ist alles nur, was ich so für mich gelernt habe oder erfahren habe. Deswegen nenne ich diesen Russischkurs Erfahrungsrussisch für Deutschsprachige. So, die englischen YouTuber, die sich das angucken wollen, die haben dann mal Pech. Genau. Und die Russischen brauchen das, glaube ich, nicht. Genau. Sinn und Zweck dieses Videos ist, dass ich, Leuten, die wie gesagt keine Zeit haben, um jetzt große Kurse zu besuchen, einen kleinen Einblick in die russische Sprache geben kann. Und vor allem aus Sicht einer Deutschsprachigen, weil ich finde, russische Muttersprachler können zwar ihre Sprache perfekt meistens, aber wissen nicht, wie wir Deutschen was verstehen. Deswegen versuche ich dann aus meiner Sicht, das ein bisschen euch näher zu bringen. Einfach nur, weil ich als Deutsche das Deutschen wahrscheinlich manchmal besser erklären kann als Russisch. Genau. Was steht da noch auf meinem Spickzettel? Genau, es ist kostenlos. Ich will dafür nichts. Ich weiß auch gar nicht, ab wann man Werbung schalten kann und damit Geld verdienen kann. Aber das möchte ich definitiv nicht, weil ich sowas boykottiere. Genau, und ein anderer kleiner Grund ist so die Selbstverwirklichung, weil ich wollte ja mal irgendwann in einem anderen Leben Lehrerin werden. Hat nie geklappt. Beziehungsweise ich habe gemerkt, dass es gar nicht so meins ist. Aber trotzdem, erkläre ich gerne anderen Leuten was oder gebe auch Nachhilfe und versuche denen mein Wissen einfach ein bisschen beizubringen. Und deswegen, das war ja schon so ein Wunsch, dass ich mal so einen Russischkurs anbiete. Genau, wie bin ich auf die russische Sprache gekommen? Das hat eigentlich damit angefangen, ich war auf einem humanistischen Gymnasium, für die, die es nicht wissen. Das heißt, man hat alte Sprachen wie Latein und Altgriechisch, war da ab der 5. und habe dann in der 6. Klasse zum ersten Mal griechische Buchstaben kennengelernt. Ich hatte schon immer so ein Faible für Schriften, die anders sind als unsere. Und fand das immer interessant. So, dann ging es in der 8. Klasse los damit, dass wir Altgriechisch hatten. Und das ist ja kyrillische Schrift. Die russische Schrift ist auch kyrillisch. Also das ist der gleiche Schriftenstamm, sage ich jetzt mal. Und da hatte ich schon total viel Freude, das ganze Alphabet auswendig zu lernen. War aber noch nicht russisch. Mit Russisch ging es dann tatsächlich in der 10. Klasse los, wo ich in meinem Disney-Wahn mal irgendwie Once Upon a Dream eingeben wollte bei YouTube. Und da kam dann Once Upon a December. Und ich dachte, warum ist da so viel Once Upon a December? Was ist denn das für ein Lied? Kenne ich gar nicht. Ja, ich kannte Anastasia bis dahin nicht, den Film, der nicht von Disney ist. Und war voll begeistert von dem Lied, von der ganzen Animation. Und wusste auch bis dahin nicht viel über die russische Geschichte und war Feuer und Flamme. Und musste dieses Lied dann auch erstmal auf Russisch lernen, weil ich mag das gerne, Lieder in der Ursprungssprache, wo sie so angesiedelt sind, in der Geschichte zu lernen. Genau, es gab dann so ein nettes Video, wo dann die Aussprache auch in lateinischer Schrift, also die, die wir kennen, geschrieben wurde, sodass ich das ein bisschen schon mal mir angucken konnte, wie man es denn in Deutsch ausspricht. Und dann habe ich gedacht, das Original ist ja auch in Russisch geschrieben und dann habe ich mir halt mal die russische Schrift angeguckt und fand das ganz toll, dass es so ähnlich mit dem Altgriechischen war. Da ging das so ein bisschen los, dass ich dann dieses ganze Lied auf Russisch auswendig gelernt habe und dann dachte, ich kann jetzt schon Russisch singen. So, das war es erstmal. Weiter, oder der ausschlaggebende Punkt, warum ich dann letztendlich mit Russisch richtig angefangen habe, war, dass ich in der 11. Klasse auf einer neuen Schule, altsprachlich war mir dann doch zu langweilig, diese ganzen Totensprachen und so, brauchte ich nicht, wollte ich lieber irgendwo anders hin, dass ich in der 11. Klasse einen Mitschüler hatte, in den ich mich sehr verliebt habe und der kam aus Russland und das war so der ausschlaggebende Punkt, warum ich Russisch lernen wollte. Wirklich damit angefangen habe ich dann aber erst nach der Schule
Und zwar in der Volkshochschule in Steglitz, in Lichterfelde in Berlin. Und genau, da hatte ich dann vom September 2013 bis Sommer 2016 Russisch im Volkshochschulkurs und habe ganz viele Grundlagen gelernt. Aber irgendwann war es so, dass das halt stagnierte und immer wieder neue Schüler dazukamen, wir immer mehr wiederholen mussten und irgendwann ging es nicht mehr voran. Und dann dachte ich so, ich beende das jetzt. Genau, 2015 habe ich dann über so ein russisches Facebook, Vkontakte heißt das, einen Jungen kennengelernt, der in Russland wohnt und auch nur Russisch konnte und ein paar Brocken Deutsch, das war es dann auch schon. Und ich habe mit dem so lange geschrieben und geskypt auch irgendwann, dass ich dachte, so, das ist ja voll toll, jetzt kann ich ja schon ein bisschen Russisch mich unterhalten und ich würde ihn gerne näher kennenlernen. Dann bin ich im Winter 2016 zu ihm aufs Dorf gefahren und habe in seiner Familie so ein bisschen gelebt, 9 Tage und, oder insgesamt waren es 12, naja, egal. Auf jeden Fall, die konnten alle nur Russisch und da habe ich halt nochmal ganz viel Input bekommen und fand es ganz toll. Und dann haben wir auch Moskau angesehen und dies, das. Zwischendurch habe ich tatsächlich mal 2014 versucht, Russisch zu studieren an der Uni Potsdam. Habe mich für einen Kurs eingeschrieben, für einen Doppel-Bachelor-Studiengang Russistik und jüdische Studien. Das war nicht so der Hit, denn ich habe mal Einstufungstest gemacht, wie gut ich schon Russisch kann. Russisch, also Russistik war mein Hauptfach. Und die meinten dann, ja, naja, sie kommen doch zu den Anfängern. Und ich dachte, ach, wie schön, andere Anfänger. Ich hatte zu dem Zeitpunkt nur ein halbes Jahr Russisch an der Volkshochschule, das heißt 1,5 Stunden pro Woche. Und ja, da habe ich gemerkt, dass die Anfänger und die Fortgeschrittenen sich nur darin unterschieden haben, dass die Anfänger keine Muttersprachler Russisch sind und die Fortgeschrittenen sind Muttersprachler. Und alle Anfänger hatten schon viel mehr Russisch gehabt in ihrem Leben als ich, in meinem. Und nach einer intensiven Woche bin ich dann zusammengebrochen vor Trauer, dass ich das niemals schaffen und aufholen kann und habe das wieder beendet. Hebräisch war auch anstrengend, dazu muss ich jetzt nichts erzählen. Ja, jetzt im Februar 2020 war ich ja alleine in St. Petersburg, zum ersten Mal eine Woche leider nur und fand es halt auch ganz toll und das hat mich nochmal darin bestärkt, irgendwie mehr mit Russisch zu machen. Also was heißt mehr? Ich biete jetzt einen tollen nicht richtigen Sprachkurs an, aber ihr wisst, was ich meine. Es hat mich nochmal total beflügelt, da zu sein. Und ich dachte, ja, ich mache da nochmal irgendwas draus aus der Sprache. Genau. Warum habe ich mich für Russisch entschieden? Ich war schon immer so ein Sprachheini. Ich hatte schon ganz viel so mir als Kind angeguckt. Portugiesisch, Walisisch wollte ich machen, Kroatisch. Es war alles Mögliche schon so dabei. Abgesehen von Jiddisch, was ich dann später auch wirklich an der Volkshochschule gemacht habe. Und dachte, naja, man kann sich ja mal auf irgendwas konzentrieren. Und ja, ne, warum ich überhaupt zu Russisch gekommen bin, das hat halt, wie gesagt, total eingeschlagen bei mir, als ich mich in diesen Mitschüler verliebt habe. Und der hatte zwar nicht viel mit Russisch jetzt irgendwie also zu tun. Ich habe ihm dann mal irgendwie das Lied gezeigt, das ich damals aufgenommen habe. Aber naja, das war da ja noch nicht so gut. Und irgendwie habe ich dann über seine Mutter ein Lied kennengelernt, 2013, das mich total berührt hat, warum auch immer. Es war Russisch, ich habe kein Wort verstanden, konnte es halt nur über Google Translate übersetzen lassen und Google Translate ist nicht der Weisheit letzter Schluss, macht das nur im Notfall und vertraut nicht darauf. Es funktioniert nicht immer. Und das Lied hat mich halt ganz tief irgendwie berührt und ich dachte, ach, was für eine schöne Musik und was für eine wunderschöne Aussprache und die Schauspielerin sah so schön aus und es kam alles so zusammen. Das Lied hieß Maya Malienkaya, ich habe es auch schon 2-mal gecovert, ganz schlecht mit Gitarre selbst gespielt. Und genau, und als ich dann in einem Russisch-Volkshochschulkurs war, weil ich dachte, naja, ich kam aus der Schule raus und wollte jetzt eigentlich nicht schon wieder in die Schule, aber Volkshochschule ist ja eine Schule für Erwachsene, ne, die nochmal irgendwie was anfangen wollen und ich dachte, das ist ein ganz gutes Zwischending und habe dann da halt nach und nach Russisch kennengelernt und habe dann nebenbei, weil ich halt mein Russisch noch mehr verbessern oder halt irgendwie noch intensiver lernen wollte, habe ich auch dann immer auf der Hinfahrt und Rückfahrt Radio Ruski Berlin gehört, einen russischen Radiosender in Berlin und habe dann gedacht, naja, okay, die Musik ist jetzt nicht so toll, die spielen, es war halt moderne Mainstream-Musik, sage ich mal. Aber irgendwann kam da halt mal ein Lied, von dem ich dachte, ja, das ist irgendwie interessanter und habe mir so einzelne Textzeilen versucht zu merken, auch wenn ich nicht alles verstanden habe, weil halt die Sachen, die ich verstanden habe, habe ich mir aufgeschrieben und zu Hause gegoogelt, um einfach das Lied nochmal zu finden. Und das Lied hieß Yesli bi ya byl sultan und ich habe herausgefunden, das kam aus dem Film Kafkaskaya Plenitsa, das heißt, die kaukasische, Entführung im Kaukasus heißt es auf Deutsch, glaube ich, so.
Genau, und dachte, ach, das ist aus einem Film und der Film, der wirkt ja lustig. Hab mir dann noch andere Lieder aus dem Film angehört. Okay, es gibt nur eins. Und fand es so toll, dass ich dachte, okay, das ist ja eine lustige Komödie. Und dann habe ich mir die gekauft auf DVD und mit Subtiteln, mit deutschen Untertiteln geguckt und war hin und weg und habe dann nach und nach noch mehr russische Komödien von dem Regisseur kennengelernt und noch mehr Lieder. Und das war so ein Teufelskreis, der immer noch anhält. Und ja, ich steigere mich immer mehr rein in russische Musik und Filme und finde das alles ganz toll. Ja, inzwischen gucke ich auch andere russische Filme oder Serien, so wenn sie mit Untertiteln sind. Weil so viel Russisch verstehe ich dann doch nicht. Und lerne immer mehr Musik kennen. Genau. Ja, was ich so schön an Russisch finde, ist die Aussprache. Wenn man das als Deutscher so hört, denkt man meistens, oh, was für eine komische, harte Sprache. Oder wir denken, die russische Sprache sei aggressiv. Aber das stimmt nicht. Das kommt immer darauf an, wer sie spricht. Und ja, Russisch kann ganz weich klingen. Und was ich außerdem mag, sind diese simplen Lieder, die so ein bisschen auf Volksliedern immer basieren. Also ich meine, es gibt bestimmt ganz viele russische Musik, die ich nicht kenne, aber ich höre mir halt gerne diese Filmmusiken an und die sind ziemlich simpel aufgebaut und leicht nachzuvollziehen und irgendwie immer ein bisschen ähnlich. Das finde ich halt so schön, weil sie trotzdem immer anders sich anhören. Genau. Außerdem finde ich ganz toll in russischen Romanzen, also es gibt ganz viele russische Liebeslieder, Romanzen, die Texte sind so tief und also russische Sprache kann so schön gestaltend sein. Das kann ganz viele verschiedene Ausdrücke annehmen und ich glaube, die russische Sprache hat auch sehr viele Wörter. Und ja, es macht einfach Spaß, diese verschiedenen Wortwahlen zu hören oder wie sich das Russische, wie die Bedeutung dann sein kann in einem Satz. Genau, abgesehen davon finde ich einfach, also ich bin ja in der Schule gegangen, wo es Englisch, Latein, Altgriechisch gab. Dann gab es noch Kurse wie Französisch, Spanisch und das war mir alles zu langweilig. Ich wollte immer irgendwas machen, was nicht alle haben. Und weil ich und meine Familie aus dem Westen kommen, okay, ich bin nicht mehr in der Zeit geboren, aber so, ne, bei uns waren alle Wessis, ist es für mich noch bedeutsamer, was zu lernen, was wir hier nicht hatten oder nicht normal war, sage ich mal. Und Russisch ist einfach, meine ganze Familie hat nichts damit zu tun und ja, ich finde die Geschichte interessant, wie gesagt, die Lieder und die Aussprache und das alles hat mich halt irgendwie bewegt, dann Russisch etwas tiefer zu lernen. Naja, Volkshochschularbeit. Genau, so viel dazu, zu meiner, wie ich auf Russisch kam, Geschichte. So, genau. Jetzt möchte ich was über meinen Russisch-Sprachkurs, den ich nicht als solchen bezeichnen möchte, sagen. Ich nenne es einfach Videoreihe. Diese Videoreihe wird so aufgebaut sein. Ich habe mir jetzt natürlich erstmal über die nächsten Videos Gedanken gemacht und noch nicht über den ganzen Rest, der da noch kommt. Als erstes mache ich dieses Einführungsvideo mit allgemeinen Infos zur russischen Sprache, damit man erstmal so einen kleinen Überblick bekommt, weil jede Sprache ist ja anders gestaltet. Genau, also in diesem Video geht es über die Grundlagen, so ganz einfache Sachen, die jetzt nicht vielsagend sind, aber dass man schon mal weiß, in welche Richtung Russisch geht. Dann möchte ich vier weitere Videos machen, und zwar über die Buchstaben vom russischen Alphabet. Die sind dann gesplittet sozusagen in leichte Buchstaben, die wir als Deutsche gut verstehen oder sogar unseren lateinischen Buchstaben ähnlich sind. Dann zwei Videos über Buchstaben, die schon ein bisschen anders sind oder sich leicht verändern können, aber wir Deutschen verstehen, also können noch gut nachvollziehen, wie sich die Aussprache verändert. Und dann noch also davon zwei Videos, einmal für die Vokale und einmal für die Konsonanten. Dazu muss ich auch noch was sagen. Und dann noch ein Video über die wirklich, finde ich, schwierigen Buchstaben, die ich teilweise auch noch nicht verstehe oder die komische Ausnahmeregelungen haben. Genau, das sind meine vier Buchstabenvideos, die ich machen möchte. Und danach geht es dann los mit leichten Wörtern, Sätzen und noch nicht viel Grammatik. Und erst danach, nach und nach, mache ich dann Grammatikvideos oder Satzbauvideos. Okay, es gibt keinen Satzbau, aber dazu komme ich auch noch. So, jetzt komme ich zu meinem kleinen Überblick oder Einblick in die russische Sprache. Und ich finde, das ist eine ganz komische Überschrift, weil eigentlich gibt es viele Sachen zu sagen. Und das sind jetzt wirklich nur so die wichtigsten Punkte, die mir einfallen, wenn ich mir überlege, wie, was sage ich kurz über die russische Sprache, damit man erstmal so eine Richtung hat, in die es geht. So, dazu möchte ich sagen, ich werde Fremdwörter bezüglich Grammatik und überhaupt Sprache immer wieder erklären, weil ich weiß, es gibt Deutsche, die mit
den lateinischen Fachbegriffen aufgewachsen sind oder griechischen. Und es gibt Deutsche, die mit den deutschen Fachbegriffen aufgewachsen sind, die ich persönlich leider nicht immer kenne. Ich habe mal so ein schwedisches Buch aufgeschlagen über Grammatik und dachte, was reden die? Ich verstehe nichts, weil alles war Deutsch. Genau. Diese kleinen Fachbegriffe werde ich dann immer erklären für die, die gar keine Ahnung von Sprache haben. Also von Sprachwissenschaft. So, genau. Jetzt komme ich erstmal zur Schrift. Die Schrift vom Russischen, die kommt aus der kyrillischen Familie, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wie das sprachwissenschaftlich heißt. Ich sage jetzt einfach mal so. So, steht im Gegensatz zu unserer Schrift, die wir schreiben. Das ist die lateinische Schrift. Wir schreiben nicht Deutsch. Das denken viele, die nicht so viel mit Sprache zu tun haben, dass wir Deutsch schreiben. Aber nein, wir schreiben in der lateinischen Schrift. Deutsche Schrift ist was anderes, aber das ist jetzt hier nicht wichtig. Genau, die kyrillische Schrift, da gibt es Druckbuchstaben und Schreibschrift, also Druckschrift und Schreibschrift, wie im Deutschen eigentlich auch oder im Lateinischen. Ich werde euch beides beibringen. Die Druckschrift, die seht ihr ganz normal in Zeitungen oder wenn ihr ein Buch lest auf Russisch. Kommt das vielleicht noch nicht so oft vor, aber kommt dann bestimmt irgendwann mal. Und genau, die Schreibschrift zeige ich euch aber trotzdem, denn wenn ihr in einen russischen Lebensmittelladen geht und ein russisches Produkt kauft, dann werdet ihr da oft auch die Schreibschrift sehen. Und einfach um die lesen zu können, bringe ich euch die auch bei. Außerdem bin ich so ein Schreibschrift-Heini. Ich liebe Schreibschriften und kann die deutsche Schreibschrift, die alte lateinische, mehrere Arten und dann noch die hebräische und was weiß ich alles und die russische natürlich. Genau, ich werde euch einfach beides beibringen. Ja. Und immer so einen Vergleich machen, wenn er sein muss. Jetzt komme ich zum Alphabet. Das russische Alphabet besteht aus 33 Buchstaben. Unser deutsches Alphabet besteht aus 26 Buchstaben plus 4 weitere Buchstaben, die komischerweise nicht im Alphabet so offiziell drin sind, finde ich jetzt zumindest. Das sind Ä, Ö und Ü und SZ. Wobei ich nicht weiß, ob SZ in jedem deutschsprachigen Raum vorkommt. Und ich hoffe, der Buchstabe wird nicht so schnell abgeschafft, weil der in meinem Nachnamen drin ist. Manche nennen den auch scharfes S, fällt mir gerade ein, oder irgendwie anders. Naja, genau, die Russen haben 33 Buchstaben, die sind auch alle im Alphabet mit drin. Und genau, jetzt werde ich auch gleich mal meine Russischlehrerin so ein bisschen zitieren. Ich mache dann so. Es gibt 10 Vokale im Russischen, es gibt 20 Konsonanten. Genau, und jetzt kommen wir gleich zu der Fachsprache. Vokale sind Selbstlaute, das weiß ich, dass das so im Deutschen heißt. Es ist so wie bei uns A, E, I, O, U, Ä, Ö, Ü. Denke ich zumindest. Das sind Vokale, also die, die irgendwie klingen. Davon gibt es 10 im Russischen. Genau, Konsonanten sind die, die nicht wirklich selbst klingen. Das sind wie P, T, K, R, L, M, N, ne? So, das sind die Deutschen und davon haben die Russen 20 Stück. Konsonanten. Ich glaube, die heißen Mitlaute im Deutschen. Komisches Wort. Genau, dann gibt es 2 stimmlose Zeichen im Russischen, die werden nicht transkribiert. Transkribiert heißt, wenn man russische Schrift in lateinische Schrift umwandelt oder überhaupt in eine andere Schrift, um die Aussprache irgendwie zu verdeutlichen. Und diese Zeichen werden immer nur mit einem Apostroph dargestellt. Da weiß man dann nicht, ist es jetzt das Zeichen oder ist es das Zeichen. Die sind einfach lautlos. Die verändern nur die Laute, die vorne wegkommen oder hinten dran. Und dann gibt es noch ein Dingelchen, einen Buchstaben, den ich und so, also ich weiß nicht, wer noch nicht, aber ich kann den jetzt nicht irgendwie den Konsonanten oder den Vokalen zuteilen, deswegen ist der einfach extra. ich sag mal, das ist so, ich vergleiche das jetzt mal mit dem deutschen J. Das ist ja auch so ein Ding, wo man jetzt nicht ist, Konsonant oder nicht. Naja, genau, so viel zum Alphabet und den Buchstaben. So, jetzt komme ich zu der Betonung. Betonung ist im Russischen ziemlich kompliziert. Ich persönlich komme damit nicht immer klar, muss ich sagen. Und das ist schwierig, weil die Betonung ist oft ausschlaggebend dafür, wie ein Vokal ausgesprochen wird, also ein Selbstlaut, also A, E, I, O, U. Manchmal, wenn die Betonung nicht auf dem Vokal ist, sondern auf einem anderen, dann wird dieser Vokal anders ausgesprochen. Und deswegen ist es immer ein bisschen schwierig mit dieser Betonung. Die wird gekennzeichnet durch einen kleinen Akzent. Ich muss andersrum machen, so. Zumindest in meinen Lehrbüchern. Und ja, aber halt in der Regel
wenn man einen Liedtext singen will oder ein Gedicht, dann steht da natürlich keine Betonung drauf und deswegen ist das anstrengend. Für die von euch, die jetzt nicht genau wissen, was Betonung bedeutet innerhalb eines Wortes, es gibt da so diese Wortspiele, zumindest als ich klein war, da fragte dann mein Freund, ja, kennst du denn die Rasse Blumento-Pferde? Und ich dachte, Blumento-Pferde, was sind denn das für Pferde? Nee, kenne ich nicht. Und dann schreibt man das Wort auf und dann sieht man, da steht Blumentopferde, weil die Betonung ist auf dem U von Blumentopf und nicht auf dem Pferde-E, sage ich mal so. Betonung macht also viel mit dem Wort aus, je nachdem, wie man es betont. Und das spielt im Russischen auch eine wichtige Rolle. Und ihr kennt das vielleicht von den Franzosen, die entbetonen gerne die Wörter. Zum Beispiel, ich gehe ins Café oder ich kaufe mir in Russland ein Fabergé-Ei. Das ist jetzt zwar russisch, aber angelehnt an die französische Sprache. Genau, also wir sagen dagegen eher, ja, ich koche mir einen Kaffee. Gut, ist jetzt auch ein anderes Wort, ist ein blöder Vergleich, aber so, dass ihr wisst, man kann Kaffee auf dem A oder auf dem E betonen. Kaffee oder Kaffee. So. Doll gesagt jetzt. Genau, so viel zu der Betonung. Die ist halt tatsächlich so kompliziert, dass ich nicht immer die gut erklären kann, aber ich gebe mir Mühe. Ne? Also das Problem ist, meine Russischlehrerin hat mir beigebracht, und das habe ich auch auf dem Dorf gelernt, manchmal macht die Betonung auch so ein bisschen, hängt davon ab, von welchem Stand die Leute sind. Auf dem Dorf betont man Wörter teilweise anders als in der Stadt, in der russischen Universität jetzt zum Beispiel. Ja, kann ich nicht viel zu sagen oder will ich auch gar nicht, weil ich das nicht gut finde, Leute in gebildet und weniger gebildet einzuteilen. Aber ein paar schöne Wortbeispiele gibt es dann trotzdem, die mir auch tatsächlich mal so begegnet sind in Russland. Und dann mache ich das an zu gegebener Zeit einfach. Genau, was haben wir noch auf meinem Spickzettel? Grammatik. Genau, Grammatik im Russischen ist toll, weil sie ist sehr komplex. Bitte nicht erschrecken oder abschrecken lassen. Ich bin mit Latein und so und Griechisch aufgewachsen und da weiß man, was wirklich komplex ist. Und ich finde, russische Sprache hat trotzdem immer eine Logik drin. Also ich meine Latein und Griechisch auch, aber ich werde euch das irgendwie, soweit ich es zumindest kann, erklären können. Und immer mit Deutsch vergleichen, dass ihr euch ein bisschen dran lang hangeln könnt. Es gibt aber tatsächlich auch grammatikalische Phänomene, die ich absolut gar nicht verstehe, die wir im Deutschen auch nicht haben und die kann ich dann auch leider einfach nicht erklären. Das ist dann so. Ich werde immer dazu sagen, wenn ich bei irgendetwas nicht sicher bin oder das aus der Umgangssprache aufgegriffen habe, betrifft auch viel die Aussprache. Genau, einfach damit ihr wisst, wenn ich das nicht garantieren kann. Ne? Wir wollen ja keine Fehler hier irgendwie verbreiten und sie als richtig darstellen. Genau, was auch noch wichtig an der russischen Sprache ist, ist, dass ihr innerhalb eines Satzes die Wörter stellen könnt, wie ihr wollt. Das ist komplett anders als in der französischen Sprache zum Beispiel oder auch in der englischen, da ist es mehr vorgegeben und in der deutschen sowieso. Und im Russischen ist das im Grunde egal, der Sinn bleibt der gleiche, aber es macht ein bisschen die Betonung oder den Sinn aus, wie ihr es sagen möchtet. Aber im Grunde bleibt der Inhalt halt gleich, ob ihr sagt, das möchte ich nicht essen oder nicht essen möchte ich das. Der Russe versteht, was ihr ihm sagen wollt. Genau, ja, dann bin ich jetzt schon bei meinem letzten Punkt angelangt zur russischen Sprache. Das sind meine Quellen, auf die ich mich beziehe. Natürlich mein Russischkurs, den ich an der Volkshochschule hatte. Das waren ja 3 Jahre und da habe ich doch schöne viele Grundlagen gelernt. Und tatsächlich werde ich mich dabei immer auf meine beiden Lehrbücher berufen. Jasna und Jasna. ich fand die teilweise gut, teilweise weniger gut. Aber ja, ich habe auch keinen Vergleich und die Mühe will ich mir jetzt auch nicht machen, weil ich habe die Bücher, ich habe mit denen gelernt, ich verstehe die Bücher sozusagen. Und ja, manches ist gut erklärt, manches weniger. Genau, ich schaue einfach mal, was ich draus mache. Genau, dann kann ich natürlich mich noch beziehen auf diese tolle Grammatiktabelle von Pons. Die finde ich toll. Das sind so die Grundlagen der russischen Grammatik. Nein, nee, eigentlich ist es, glaube ich, ziemlich viel Grammatik. Ich weiß nicht, ob alles drin ist, weil so weit bin ich auch noch nicht. Ich habe es mir heute mal angeguckt, da sind tatsächlich Sachen, von denen ich noch nie was gehört habe, aber die kommen dann auch einfach seltener vor oder ich will euch ja nur ein paar grundlegende Sachen beibringen.
Genau, ich finde das ganz toll, das Ding. Es hat 5 € gekostet und ja, bringt einen manchmal einfach weiter. Genau, also Jasna, das Buch und Pons, meine Grammatiktabelle. Außerdem werde ich mich natürlich auf Bekannte berufen. Zum Beispiel diesen russischen Jungen, den ich über Vkontakte kennengelernt habe. Vanya heißt er. Vanya und ich haben so viel geschnackt. Und da ist bestimmt viel Umgangssprache mit bei, aber das werde ich dann halt immer dazu sagen, wenn ich sage, ach, das weiß ich von Vanya. Dann gibt es noch eine andere Bekannte, die ich so wenig kenne, dass man sie kaum als Bekannte bezeichnen kann. Ich nenne sie jetzt einfach mal Paulina. Die hat meine Schwester kennengelernt, irgendwie als meine Schwester in Frankreich war. Und Paulina ist auch russisch und kann die deutsche Sprache wohl ganz gut. Und die werde ich ab und zu mal fragen, wenn ich mir irgendwo unsicher bin. Und dann sage ich, das weiß ich von Paulina. Genau, das sind auch schon eigentlich die einzigen beiden Bezugspersonen, die ich hier jetzt einfach mal so ohne weiteres erwähnen kann. Genau, sonst sage ich es einfach noch dazu. Also Vanya und Paulina. Genau, dann werde ich mich beziehen auf meine geliebte Kunst, also auf russische Lieder, auf Gedichte, auf Filme, was man da halt so mitkriegt, ne? Da kann ich dann auch mal zu sagen, ja, das habe ich jetzt aus dem Film, keine Ahnung, Gentleman Udachi, dann ist es vielleicht nicht unbedingt hochrussisch, aber genau, das muss man dann einfach einschätzen können. Ja, genau, das war es jetzt auch schon wieder mit dem Video. Jetzt habt ihr so einen kleinen Einblick in die russische Sprache bekommen. Zumindest den ersten Einblick, so einen kleinen Überblick und warum ich das so toll finde und gelernt habe. Und vielleicht seid ihr ja dann auch motiviert, das nächste Video zu gucken. Das werde ich jetzt tatsächlich gleich auch drehen, denke ich mal. Ich weiß gar nicht, wie spät es jetzt ist. Aha, 11 Uhr. Genau. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt ein bisschen jetzt schon mal verstanden, worum es geht und was meine Intention ist, dieses Video zu drehen. Genau, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, das ist Daniel und Baka!